Was hier auf den ersten Blick wie gewöhnliches Papier erscheint, ist in Tat und Wahrheit die Grundlage der neuen Schweizer Banknotenserie, das DuraSafe. Es besteht aus einer innovativen Kombination von Papier und Polymer, einer Kunststoffschicht. Grundlage für das DuraSafe bilden zwei aus 100% Baumwolle hergestellte dünne Papierschichten, die Vorder- und Rückseite der zukünftigen Banknote. Eine der Papierschichten durchläuft zuvor einen separaten Arbeitsprozess. Dabei wird der bewährte Sicherheitsfaden in Form einer sehr dünnen Fadenfolie mittels Druck und Temperatur auf die Papierbahn appliziert. Eingehend geprüft und säuberlich aufgerollt, verlässt das Papier die Anlage. Das eigentliche Geheimnis von DuraSafe liegt aber in seiner Sandwich-Konstruktion. Bereits am Anfang ist höchste Präzision gefragt. Die beiden Basispapiere müssen für die weitere Verarbeitung exakt ausgerichtet werden. Vorweg erhalten Vorder- und Rückseite erste Sicherheitsmerkmale. Die ausgeschnittenen Elemente, Schweizer Kreuz, Flagge sowie das Dreieck, verleihen der angehenden Banknote ein einzigartiges Aussehen. Die Mitte der Sandwich-Konstruktion bildet ein Polymer, welches jetzt in flüssiger Form zwischen die beiden Papierbahnen gelangt. Dieses Polymer dient durch seine Transparenz als Fenster und verleiht der zukünftigen Banknote mechanische Stärke und Sicherheit. Die beiden Papierschichten werden mittels Druck und Wärme mit dem Polymerkern verbunden. Zuletzt werden die Sicherheitsmerkmale noch einmal sorgfältig geprüft, bevor die DuraSafe-Bahn aufgewickelt wird. Anschließend wird die Rolle für den Druck in einzelne Bögen geschnitten. Der Druck einer Banknote ist ein vielschichtiger Prozess. In einem ersten Schritt müssen die grafischen Daten aufbereitet werden. Grafik und Druck arbeiten dabei eng zusammen. Aus den Entwürfen werden für die verschiedenen Druckprozesse Druckformen hergestellt. Halten diese, wie beispielsweise hier die Kupferdruckplatte, sämtlichen Qualitätsanforderungen stand, kann der Druckprozess beginnen. Das dafür benötigte Spezialpapier, das sogenannte DuraSafe-Substrat, wird in Bögen angeliefert. 10 Arbeitsschritte wird dieses Papier durchlaufen, ehe es als vollendete Banknote die Druckerei verlässt. Das DuraSafe verfügt bereits über einzelne Sicherheitsmerkmale. Am Anfang des Druckprozesses steht die Offset-Druckmaschine. Das Papier wird mit einem mehrfarbigen Untergrunddruck versehen. Dies geschieht simultan auf beiden Seiten des Papiers und erfordert höchste Präzision. Der Druck der Vorder- und Rückseite müssen millimetergenau und deckungsgleich abgestimmt werden. Diese Präzision wird sichtbar, wenn der Bogen gegen eine Lichtquelle gehalten wird. Die roten und grünen Linienfragmente vereinen sich zu einem Schweizer Kreuz. Im Siebdruckverfahren werden die Noten auf der Rückseite mit einem schimmernden Streifen versehen. Dieser sorgt für mehr Stabilität der Note. Auf der Folienapplikationsanlage wird ein weiteres Merkmal aufgebracht, der Sicherheitsstreifen. Dieser wird in der Anlage mit Hilfe von Druck und Wärme auf das Papier appliziert. Der Sicherheitsstreifen besteht aus verschiedenen Schichten und beinhaltet unter anderem rote und grüne Ziffern. Oberflächlich betrachtet sind die Alpen, ein Mikrotext und die Zahl 50 zu erkennen. In einem zweiten Siebdruckverfahren erhalten alle 6 Noten der neuen Serie einen schimmernden Globus. Je nach Betrachtungswinkel verändern sich das Erscheinungsbild und die Farbe. Um diesen Effekt zu erzielen, erhält die Farbe magnetische Pigmente. Mit einem Magnetfeld werden die Pigmente ausgerichtet. Wird die Note seitlich bewegt, erscheint über dem Globus ein goldener Bogen.
Einer der wichtigsten Druckschritte ist der Kupferdruck. Die vertieften Partien der Druckplatten werden mit den verschiedenen Farben eingefärbt. Bedruckt werden sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Note. Mit enormem Druck und hoher Temperatur wird die Farbe auf das Papier übertragen. Dabei entsteht eine reliefartige Struktur, die beim Berühren der Note spürbar ist. Die Mikroperforationsanlage fügt der Note ein weiteres Sicherheitsmerkmal zu. Ein starker Laser schießt kleinste Löcher in das bedruckte Papier. Gegen eine Lichtquelle gehalten, sind diese gut zu sehen und als Schweizer Kreuz erkennbar. Die Nummerierungsanlage druckt die 10-stellige Seriennummer auf die Rückseite der Banknote. Eine Kombination von Ziffern und Buchstaben wird im Buchdruckverfahren aufgetragen. Spezielle Druckwerke sorgen für eine fortlaufende Nummerierung. Somit wird jede einzelne Banknote zu einem Unikat und ist klar identifizierbar. Die Lackierungsanlage ist die letzte Station im Druckprozess. Beide Seiten werden mit einer dünnen Lackschicht überzogen, was der Note einen matten Glanz verleiht. So wird das vollendete Werk gegen Verschmutzung geschützt und beständiger gemacht. In der Schneideanlage werden die Bögen längs und quer zu fertigen Banknoten geschnitten. Der letzte Arbeitsprozess ist die Überprüfung. Die Noten werden bis ins kleinste Detail durchleuchtet. Mit einer enormen Geschwindigkeit von 40 Banknoten in der Sekunde werden Druckbild, Druckqualität und die Sicherheitsmerkmale geprüft. In tausender Bündeln verpackt, sind die fertigen Noten nun bereit für ihren Einsatz. Die Schweizerische Nationalbank in Bern. Seit über 100 Jahren ist sie als unabhängige Zentralbank für die Bargeldversorgung und die Herausgabe neuer Banknoten in der Schweiz zuständig. Dies gilt auch für die eben eingetroffenen, druckfrischen 50er-Noten der neuen Banknotenserie. Obwohl die neuen Noten bereits in der Druckerei eine strenge Prüfung durchlaufen haben, führt die Nationalbank regelmäßig Stichproben durch. Dabei haben Qualität und Sicherheit oberste Priorität. In der Qualitätskontrolle werden die neuen Noten einer optischen Prüfung unterzogen. Geprüft werden die einzelnen Sicherheitsmerkmale und die Druckqualität. Dabei werden, wie beispielsweise beim schimmernden Globus, auch elektronische Mittel angewendet. Fallen die Stichproben positiv aus, werden die neuen Banknoten bis zu ihrer Ausgabe eingelagert. Wie jeder Gebrauchsgegenstand verfügen Banknoten über einen Lebenszyklus. Dabei führt ihr Weg immer wieder zu ihrem Ausgabeort zurück, der Schweizerischen Nationalbank. Kehren die Banknoten aus dem Umlauf zurück, werden sie mit eigens dafür entwickelten Sortierautomaten geprüft. Noten, die den Anforderungen nicht mehr entsprechen, werden dabei direkt vernichtet. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Banknote beträgt 3 Jahre. Beim Wechsel zu einer neuen Banknotenserie werden die alten Noten von der Nationalbank einbehalten und anschließend vernichtet. Eine Schredderanlage schneidet das Papier in kleine Schnipsel. Diese werden gepresst und der öffentlichen Kehrichtverbrennungsanlage zugeführt. Die neuen Noten kommen überwiegend über den Bankomaten in Umlauf. Die Noten der alten Serie behalten noch bis auf Weiteres ihre Gültigkeit. Sie werden schrittweise ersetzt. Für die neue Serie liegt das aber noch in ferner Zukunft. Ihren ersten Schritt in den Zahlungsverkehr hat sie eben erst getan.